Es ist ein Abenteuer der Extraklasse, ein Erlebnis, in das man wortwörtlich eintauchen kann. Hammer! Super, super schön! Ganz toll! Mega! Ja, in so einem Whirlpool bei fast 40 Grad einen Film auf einer Großleinwand zu gucken, hat schon was. Blöderweise auch jede Menge ungeahnter Problemchen. Schade um das Geld. Aber von vorn, es ist das Freiluft-Event schlechthin. Man nehme einen luxuriösen Whirlpool und einen coolen Hollywood-Film. Und schon hat man den Sommertrend des Jahres. Whirlpool Cinema. Fast 15.000 Facebook-Fans sind sich sicher. Das wird ein Spektakel. Gestern Abend durften die ersten 150 bei leider etwas kühlen 13 Grad in einem Poolclub in Berlin in den Blubbergenuss kommen. Und sie konnten ein Ticket ergattern. An Sophie und Alina, beste Freundinnen und voller Vorfreude. Kino, Whirlpool, ziemlich Spaß. Beste Freunde. Ziemlich beste Freunde. Hier. Bevor es losgeht, heißt es aber erstmal Geduld beweisen, denn der Einlass beginnt zwar pünktlich um 7, die Pools sind aber da noch nicht aufgedeckt. Ein Schnäppchen ist das Erlebnis übrigens auch nicht. Zwischen 28 und 35 Euro kostet eine Karte. Essen und Getränke gehen extra. Die Besucher zahlen das gerne. Nirgendwo hier in Berlin ist irgendwas günstig und da haben wir schon gedacht, gönnen wir uns mal, ne? Ich fand den Preis angemessen und es war auf jeden Fall, ich muss dabei sein mit ihr. Wir müssen das machen, also der Sommer wird unser Sommer. 20 Minuten später heißt es endlich rein ins 39 Grad warme Blubberwasser. Kein Vergleich zum eisigen Wind und 13 Grad kühle Außentemperatur. Alina und Ann-Sophie sind begeistert. Hammer. Super, super schön. Super schön. Ganz toll. Mega. Super gelohnt. Ihr verpasst was. Na, wenn dieser Optimismus mal nicht nach hinten losgeht. Denn nach etwa einer Stunde wird es leider etwas unangenehm. Der Grund? Das kalte Wetter. Okay, das wäre eigentlich nicht so schlimm, weil die Gäste ja im heißen Pool sitzen. Aber dieses kleine Maschinchen kann den Pool leider nur abwechselnd beblubbern oder beheizen. Und bei den kalten Außentemperaturen kommt die Heizung kaum hinterher. Das Ergebnis? Der Film hat noch gar nicht begonnen. Da werden Abdeckungen als Wärmeschutz genutzt und statt den Pools brodeln die Gäste. Bescheiden. Hätte man kommunizieren müssen. Wir sind richtig bedient. Gibt es eine Grazer, wo ihr sagt, jetzt gehen wir dann? Also ist es so. 35 wird schon kalt, bei 34 würde ich, glaube ich, dann raussteigen. Wir machen halt doch heute das Beste draus, wa? Wir haben ja ein bisschen Flüssignahrung hier. Total kalt. Da kommt überhaupt nicht an Temperatur. Immer noch 36 seit 2 Stunden. Sehr enttäuscht jetzt? Eigentlich schon. Von der Kälte unbeeindruckt feiert dieser Pool durch den Abend. Ufuk hat Geburtstag und macht mit seiner Clique ordentlich Unfug. Da werden die kalten Temperaturen der Film oder die Nachbarn zur Nebensache. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Pool ist oder der Alkohol, aber es ist warm. Ann-Sophie und Alina ist derweil nicht zum Feiern zumute, ganz im Gegenteil. Bei 35 Grad Pooltemperatur ist den beiden kurz vor Ende des Films ziemlich kalt. Und so verlassen sie den Pool und gucken das Ende des Films lieber angezogen mit ausgegebenen Gratis-Drinks. Das versöhnt natürlich und so ist am Ende niemand enttäuscht. Wir haben das Beste draus gemacht und ich würde auch noch mal wiederkommen. Und rausschmeißen. Wie lange bleiben wir noch drinnen? Hand aufs Herz war mega. Letztendlich. Und es war ja auch das erste Mal, dass es hier stattgefunden hat. Das muss man auch immer noch mit einberechnen, dass vieles schiefgehen kann. Die Veranstalter wissen nicht genau, was wirklich alles schiefgehen kann. Und wir waren sozusagen die Probe. Und jetzt wissen sie, was sie beim nächsten Mal auch besser machen können. Die Whirlpool Cinema Tour geht heute in Berlin weiter. In den nächsten Wochen stehen noch Köln, München und Frankfurt an. Und der Veranstalter hat hoch und heilig versprochen, frösteln muss dort ganz bestimmt niemand. Klar, die Temperaturen sollen dann ja auch endlich sommerlicher werden. Das ist Fuji Q, Asiens beliebtester Freizeitpark. Aber kann Japans Aushängeschild mit unseren deutschen Vergnügungsparks mithalten? Wir machen den Check. Willkommen in Fuji Q.